Okay, gut. Wir sind wieder anscheinend in unserer Kabine, hoffentlich. Ich glaube ja. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Du siehst nichts. Oh, erstmal wieder Steuerung. Ja, tatsächlich. Ach so, ja, okay, alle klar. Jetzt dämmert es mir wieder. Ich wollte gerade nämlich die Taschenlampe anmachen. Geht ja nicht. Wir haben ja die Taschenlampe, ist ja die Waffe. So, Genau. aber wir sind nicht bei uns in unserer Kajüte. Du musst ja bestimmt hier links vorbeigehen. Die So, Tür wir haben ist noch. abgeschlossen. Ja, aber wir haben noch keinen Schlüssel. Wir haben noch keinen Schlüssel. Ja doch, wir haben einen Schlüssel, aber nicht für diese Tür. Warte mal, ich mach mal hier den Sound ein bisschen lauter. So. Viel, viel besser. Viel, viel besser. Okay. Viel, viel besser. Alter, bei mir geht's gerade ab hier Without me, los. you are just as lost as they are. Ja. Schön. Dann schauen wir nochmal. So, beim letzten Mal sind wir ja hier drastisch verfolgt worden irgendwie. Von was wurden wir eigentlich verfolgt, Benny? Weiß ich gar nicht mehr, Ich was war denn hab's das? vor Tränen der Furcht ja nicht erkannt. Wartet mal. Aber hier sind wir jetzt wieder in unserer Kabine. Okay, drastische Musik setzt ein. So, Charakter, setz die Maske auf. Was für eine Maske? Bin ich hier beim Slipknot-Konzert? Ich möchte keine Maske aufsetzen. Ja, was lesen, schön. Erfreut mich. Ich sage jetzt schon mal Entschuldigung. Ich habe gehört, dass du einen holprigen Start hattest. Ich weiß, dass du deine eigene Vorstellung von dem Charakter hast. Das ist dein gutes Recht. Du bist der Star der Show. Denke daran, dass der Regisseur zwar ein komischer Kauz sein mag, aber ihr letztendlich im selben Team seid. Mein Freund und Agent. So, wir erinnern uns, das Wort Regisseur kann ich aufs Verrecken nicht aussprechen. Da Regisseur. tue ich mich, das ist, ich kann's nicht, ich kann's nicht. Ich kann es nicht. Jetzt ist es aber auch so, dass ich es wahrscheinlich in meinem Leben nicht so häufig brauchen werde, wie man denken mag. In jedem Schauspieler steckt die Rolle seines Lebens. Der eine Charakter, für den man bestimmt ist. Sei der Bildhauer. Verleihe dem Gestaltlosen eine Gestalt, bis nichts weiter geht als die Wahrheit. Also Sehr beim Bildhauer lyrisch. sehe ich dich ja. Als Bildhauer sehe ich mich auch, aber. So, und na, weiter geht's. Oh, okay. Na, was so, da so oben sind ein bisschen die. Da ist ein Buchstabensalat, Benni. Was für ein Wort könnte da stehen? Ja, also Rekard könnte Richtig, auch es ist Charakter der heißen. Richard. Es ist Richard. Zeige dein wahres Gesicht. Ja, okay. Also, ich tippe mal auf das Wort Charakter. Das ist richtig. So, okay, warte mal, können wir hier vorne die. Ah, so, warte mal, hier können wir ja noch, uns ein paar Dias anschauen. Ja, wir, vor allen Dingen, wir haben ja auch ein Dia gefunden. Können wir das irgendwie einsetzen? Ich glaube, das ist schon drin Das ist automatisch. schon drin, da rast ich ja aus. Ja, wahrscheinlich wird uns dadurch nachher die komplette, unsere Hintergrundgeschichte erstmal erzählt. Ja, das stimmt. So, Ist dann das lass denn? uns doch mal hier eine Musikspule aufsetzen. Schön. Ja, das ist quasi war eine Rap-Rolle. Gucken, wie die so ist. Eine Rap-Rolle. Ja. We are now entering the eastern part of the borough. This particular area holds a special place in my heart, as I grew up not far from here myself. Things have changed, it seems, for better or worse. I see children playing in the streets, not a care in their little minds. If it wasn't for their shabby clothes, one could almost forget about the crushing poverty that plagues so many of the local families. But what do we have here? A boy, sitting on a park bench, alone. Perhaps he won't mind if we pick his brain a bit. Good morning, young man. What's your name? Morning, young man. What's your morning? Good man. Your Good morning. What's your name? Name. Hi, my name is. Hi. Oh, James. Hat er noch gesagt. Wir sind James. Ich mach das mal hier kurz das Metronom für dich an, zum bisschen beruhigen. Ja, genau. So, okay. Aber wir brauchen A, immer noch einen Schlüssel und B, wo geht's weiter? Wahrscheinlich müssen wir jetzt einfach wieder nur zur Tür hinten raus. Oder wir gucken uns die Dias noch genauer an, weil wir haben bis jetzt ja nur ein Dia, also das kennen wir ja schon, aber du kannst ja noch weiterschalten.
Ist auf dem Schiff? Oder? Das ist wie ein Hafen, ne? Ja. Wo sie gerade so verladen. Oh, Recording. Okay. So, auf zur Szene! Und der Star has left the building. Du rennst davon, aber kennst den Weg. Ja, du formst einen Charakter, du zerstörst einen anderen. Och, welcher ist welcher? Yeah. Yeah. Kapitel 2 heißt Die Jagd. Das freut mich schon mal nicht, Alter. Die Jagd klingt schon scheiße. Oh Mann. So, jetzt. Okay, jetzt. Bin nur gerade raus. Versteht es doch. Ah, okay, also wir können nicht raus. Wir sollten noch nicht raus. Wir sind noch nicht fertig in unserem Zimmer. Hm. Verstehe. Was? Oder müssen wir ein anderes Dia quasi im Fokus haben, damit wir raus können? Probieren wir mal. Weil wir haben ja jetzt da noch das brennende Deck. Quasi, da wo wir jetzt auch rausgegangen sind. Ob wir dann einfach irgendwie... Ne, ich glaube, wir müssen das einfach nur 8 Mal probieren. So. Na? Aber das war doch auch eingestellt. Ja, aber kannst du noch eins weitergehen? Weil das kann jetzt nicht das... Ne, kannst du nicht, okay. Weil das allererste ist das, genau. Müssen wir noch nach oben? Kannst du oben noch was machen? Wir haben noch, wir können auch hier rechts hoch. Nee, da nicht. Ja, nee, anders rechts, aber okay. Rechts? War doch hier? Ja, jetzt rechts. Also vor dem Durchgang rechts, da? Ja, genau. Ah, da, achso. Ja, das sind besagte Säulen und alle sind leer. Warum sind alle leer? Das weiß ich nicht, aber hier haben wir auf jeden Fall noch andere Türen. Warum sind alle leer? Das macht mir Sorgen. So. Ach ja, wir haben ja noch eine Filmrolle, haben wir ja auch noch gefunden, die wir uns angucken können. Ach fuck, Alter, wir haben tatsächlich bloß eine Filmrolle gefunden, Benny. Wir haben noch nicht mal... Ich dachte, das wäre für diesen Sockel da draußen gewesen. Na dann lass uns doch mal einen schönen Film gucken. Oder auch nicht. Musst du den noch einlegen, richtig? Also, oder irgendwie kannst du das noch irgendwie... Ich kann ihn nicht anfassen. Ah, jetzt... Obwohl ich jetzt nichts anderes gemacht habe. Okay. Schön. Schön und Mannequins. Immer wieder Mannequins. Now, they knew a part of the answer to the director's question. Before the world told them what to be. They were stowaways. Hidden deep in the entrails of the beast that was the ship. They hid and fought for survival, losing more and more of themselves. Now they had to descend again into the entrails of the beast that was their own mind. Find what they lost. It was still there, buried, hidden away, locked in a vault. A prison of themselves. Deep down, there was only instinct, a need and an act. Schöne Stimme. Hunger and violence. And was there also a choice? Okay. Zutiefst bauen nur eine Scheiße, was er von sich hat, aber eine schöne Stimme. Lass mich raten, wir müssen zu dem weißen Fleck. Nein, nicht. Oh. Was willst du denn überspringen? Scheinbar nichts. So. Schön. Oh. Notiz. Den Charakter formen. Motivation! Was bewegt mich? Was will ich? Was brauche ich? Was sind meine Stärken? Durchgestrichen. Schwächen? Fragezeichen. Wer? Durchgestrichen. Was? Jagt mich. Durchgestrichen. Sucht mich heim. Ne? Ja, wenn du das nicht weißt, dann ich weiß es nicht. So, ich kann ihn nicht nehmen. Können wir da noch irgendwas an der Leinwand wieder machen? Also kannst du das Mannequin irgendwie, ich sag jetzt mal, anfassen? Nein, okay. Nee. Letztes Mal war ja, glaube ich, eine Tür abgebildet und konnten wir ja durch die Tür dann durch. Ja.
Na gut, dann probieren wir mal unser... Ah! Hello! Oh, so, vielen Dank. Lofer. Den Rest schaffe ich alleine. Do you remember hunger? Ich dachte, wir hätten das mit den Bildern... Sind wir durch? Ja, ich glaube, das ist so ein Leitmotiv, das wird uns überall verfolgen, irgendwie. Aha, abgeschlossen. Locked. Okay, weiter geht's. So. Tolle Kunst. Einfach tolle Kunst. So, eine Karte. Yeah. Could we take this again? There's something wrong with the picture. I think you... Natürlich bricht das ab. Ja, gut. Schön. So, Stotter Hannes hat uns gesagt, okay... Aber wir können es auch nicht mitnehmen, ne? Nee, wir können es nicht mitnehmen. Wir konnten einfach nur einmal damit interagieren. Und jetzt ist es für immer verloren. Die Information. Genau. Das Brett zu wieder. So, und Alter. Schön. Schön. Ganz schau. Oh. Nimm doch die Axt mit. Oder auch nicht. Kannst du jetzt das mitnehmen? Rückwärts. Mhm. Kannst du das mal kurz übersetzen, Benny? Ja, nein. Okay. Ja, schade. Ah, das Bild ist auch weg. Ist ja toll. Ist die Tür jetzt offen? Ja. Ich freue mich. Echt. So, na dann, weiter geht's. Was für sinistre Musik dringt an mein Ohr? Excuse me, I'm such a big fan. Could you please sign... Oh, I'm sorry. I think I mistook you for someone else. Das passiert mir auch sehr häufig tatsächlich, wenn ich auf der Straße angesprochen werde, bin. Wenn die Leute zu mir ankommen und sagen, darf ich gerne ein Autogramm haben? Sie sind doch bestimmt Brad Pitt. Und sage ich, nein! Bin ich nicht. Oh, schön. Einfach unterschreiben, Stevie. Einfach unterschreiben. Einfach, genau. Sehr schön. Einfach mit Johannes Steckmann unterschreiben und dann passt das. Das ist schön. So, hallo. Stuben- und Revierkontrolle, Freunde. Gut, ja, ihr habt euch eingeschlossen. Ah, na, wer bist du? Vielleicht macht er die ja auf. Guck mal. Ah, jetzt reicht den Schlüssel. Dankeschön, lieber unheimlicher Puppenmann. Hm? Er ist weg. It's gone. So, da hat er eine Axt in der Hand. Oh, wer, wie, wer, warum? So, was sind das? War, Ach, nö, du. Nö. Geh weg. Ja, danke schön. Da wird den Weg nehmen. Dankeschön. Hinfort. Danke. Mhm. Ja, wie? Wo? Ist doch nicht dein Ernst? Ja, aber du hast keine andere Chance. Ich weiß nicht, ob das richtig war, Benny. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig war. Das sieht aber richtig aus. Oh, wir sind im Maschinenraum. Haben wir überlebt, ist gar kein Problem. Wir sind ganz sanft gefallen. Ja, Gott sei Dank wurde unser Stoß von unserem Kopf abgefangen. So, was haben wir hier? Oh! Oh, guck mal, wir haben ja richtig Haare auf dem Kopf hier. Du siehst richtig wüst aus. We often find ourselves in a nightmare. Ja, okay. Dann machen wir jetzt hier mal halbe Fahrt voraus, oder was? Ja, so würde ich sagen, oder? Also, easy. Nee, warte mal, du musst auf Dead Slow. Guck mal, da ist so ein X drauf. Jetzt kannst du bestimmt hier rein. So, schaut es offen. Wunderbar.
Das ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich so einen Fahrstuhlschacht sehe. Ja, spring doch! Das war nicht richtig. Das war nicht... Nein, das war wieder nicht richtig. Und nein, wir müssen wahrscheinlich was anderes machen. Meinst du, er springt einfach so zurück? Weil letztes Mal hatte ich das Problem auch schon so, dass... Ja. Ich glaube, wir müssen irgendwas einstellen, damit er da bleibt, wo er bleiben soll, glaube ich. Oh, wahrscheinlich. Vielleicht. Oder du musst hier den Stecker ziehen oder so? Ich weiß zieh den Stecker. Da kenne ich gar nichts. Dann zieh ich den Stecker, dann dreh ich das hier um und dann nehme ich den Stecker und steck den Stecker wieder rein und... Zack. Ja. Ja, schön. Und nu? Steck... Warte, ja, da mache ich noch eine richtige drin. Damals ist die Steuerung bei Teil 1 auch schon so bockig gewesen? Es ging. Oder wie gesagt, es kann sein, dass irgendwas noch nicht richtig eingestellt ist. Naja, aber... Was? Zieh den Stecker nochmal raus. Hält ja nix. So. Ja, aber richtig runter, richtig, richtig. Nee, er macht's ja nicht. Er macht es nicht. Er möchte nicht. Na, geht dann wieder hoch. Der Spaten. So, schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwo noch einen Stecker finden, den wir hier ziehen können. Stecker ziehen bin ich ja die 1, wa? Oder wir müssen wir irgendwo das am Hebelchen anders einstellen. Hat sich jetzt dieses X umgemodelt. Nee, ist aber bei Deadly Slow. Tödlich langsam. Schön. So, dann nehmen wir mal. Standby. Nee. Stop. Ja, okay. Stopp mal die Motoren. Stop right now. Thank you very much. So, schauen wir mal. Das sieht nicht danach aus, Stevie. Das sieht nicht danach aus. Mal jetzt nochmal einen Stecker drin. Aber warum sollte ich den jetzt rausziehen können? Das weiß ich halt nicht. So, jetzt ist hier die kleine Popellampe an. War die vor hoch an? Nee, ja. Ne? Doch, sicher? Doch. Doch, Faser? Ja, ja. Macht er nicht. Oh, Moment. Frage. Was denn? Ach so. Nehme ich doch die andere Steckdose. Mann! Ja, komm, noch! Jetzt hat er! Okay. Na, okay. Aber, Halleluja! So, soll ich jetzt nochmal, gehen wir nochmal hier auf Deadly Slow, wa? Da, wo das X ist. Din, 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 din. So, bing, 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 bing. Weiter geht's. Auf zum Sonnendeck. Wo Captain Stewart auf uns wartet. So. Ach du. Okay. Genau, wir klettern mal kurz hoch. Das ist aber auch nix siehst, ne? Ja, also, das ist schon. Finster wie Bärarsch hier. Finster wie Bärenarsch. Oh, Werkzeugkiste. Das ist schön, was haben wir da? Was ist da drin? Was zu lesen? Na, da freut mich doch. Schön. Uhrzeit und Beschreibung der Aktivität. 1:05 Uhr, Beginn des Kontrollgangs der unteren Decks. 1:30 Uhr, Maschinenraum scheint in Ordnung. Weiter zu Frachträumen. 1:38 Uhr, verdächtige Geräusche in der Fracht. Genauere Untersuchung. Taschenlampe erleidet Defekt. Das ist ein geiler Satz. Rückkehr, um Ersatz zu beschaffen. Rot umkreist. Schaden an Firmeneigentum von Gehalt abziehen. Pflichtversäumnis, disziplinarische Maßnahmen empfohlen. 1:53 Uhr, Wiederaufnahme des Kontrollgangs. Keine Anzeichen für weitere Störungen. 2:30 Uhr, Schichtende. Naja, es war ja, es mutet ja schon in der vorigen Folge an, dass blinde Passagiere mit dabei sind. In Form von wahrscheinlich 2 kleinen Kindern. Stimmt. Und, ja, vielleicht haben die hier was kaputt gemacht, die kleinen Rotzgören. Ja, so wie Kinder halt sind, ne? Genau. Da mal einen Stecker ziehen, dort mal einen Stecker ziehen. Oder da mal den Hebel drücken. Die vom Brot abgebissen. So sind Firmeneigentum beschädigt. Vielleicht, wer weiß. Er kennt es nicht, wenn so ein kleiner Steven irgendwelche Knöpfe sieht, dann drückt er da wahllos rauf. Am besten er ist noch rot und nur dann rot. Steht. Und da muss ein Zettel dran stehen. Oh, schön. So, einmal im Kreis gelaufen. Wunderbar. Do not push. Don't push the button. Hallo? Deine Freunde. Und ich könnte schon wieder am Strahl kotzen. Wirklich. Mann, warum denn immer diese Mannequins? Und dieses ganze Spiel ist voll mit denen. Ja.
Und jetzt sind noch die hässliche Art von Mannequins. Warten! Wie? Ja, alles gut, guck mal, ist ja nichts. Oh nee, und Gott. Warum? Ihm geht's nicht mehr so gut. So, hier ist ein X. Ja. Der duckt sich weg. Er zeigt dahin. So, können wir mit irgendwas. Wer wo? Ja, ich, Ist mir nicht wohl. Ist mir nicht wohl, Benny. Nee, ist nur ein Rohr. So, okay. Aber, ja, was? Kannst du da nochmal zurück? Kannst du dich da, gucken? Also nicht da, sondern hinten bei dem Rohr. Kannst du da so durchgehen? Und jetzt hier quasi links. Und dann da so runter durch. Oh yeah, oh yeah. So, mehrere Lampen. Können wir die aktivieren? Nee, kann man nicht. Nein. Wäre ja auch zu einfach. Ja. Würde ja zu hell werden. Ja, genau. Man könnte ja was sehen. Okay, warte mal. Hier. Interaktion. Rauf auf die Treppe. Wunderbar. Schön, haben wir. Hier flackert's und hier tritt Gas aus. Aber dann immer oder schön oder tief durchatmen. Nee, ist vor der Taschenlampe immer hier. Ja, siehst du das? Weiß ich nicht. Siehst du das flimmern? Achso, vielleicht musst du wirklich da zum Erschreckten im Rohr gehen und mal ein bisschen drehen. Ecke, dreh mal am Rohr. Und warte mal, was sagt das Ventil? Ja, da ist jetzt kein Druck mehr drauf. Da ist kein Druck mehr drauf. Da ist halt die Frage, ob wir das quasi bis zur Markierung bringen. Alter, warum ist der nicht der alle so groß? Ich geh mal hier hin. Was haben wir denn hier? Neues Dia. Neues Dia, sehr schön. Hammer. Ich verstehe nicht dieses Flimmern. Was hat denn das Flimmern plötzlich zu sagen? Ja, vielleicht, dass wirklich irgendwo Gas ausströmt. So. Ja, möglich. Sehr schön. Schade, hab mich gerade gefreut. Volle Kombüse, wunderbar. Und alles verschwindet plötzlich. Das ist immer so. Wenn Steven in die Küche reinkommt, verschwinden die Lebensmittel. So ganz plötzlich. Auf unerklärliche Art und Weise. So, open up. Okay. Oh, uns geht's nicht mehr so gut. Ui, der Shit kickt Fellrin jetzt, ja. Aha. Okay. Ja. Lass ich einfach, nimm ich mal so unkommentiert hin. Okay. Ja, Äpfel fliegen weiter noch so ein bisschen rum, finde ich schön. Aber erst, wenn Schweine fliegen. Verschlossen. Yes. So. Finden wir denn dazu den passenden Schlüssel? Na, wir müssen. Ich frage es wo. Fängt schon wieder. Oh, was ist denn? Ah, da ist. Hey. Oh, fies, ey. Das ist jetzt auch zu. Schön. Achso. Stevie, na, hast du noch Hunger? Ja, so sieht's aus, wenn ich gekocht habe. Ich bin auch voll Deibel, Alter. So, ist das jetzt offen. Ja. Endlich aus Maschinenraum raus. Frei. Was ist denn das? That'll do for now. It's time to eat. Quartermaster, hand me the bag. The mains. The food. It's gone. It's gone. Achso, das kannst du gar nicht mitnehmen. Kann ich nicht mitnehmen, ja. So ein Freundschaftsarmband. Schade eigentlich. Nimm noch den Hammer, der neben der Tür. Was ist denn da los? You are so delicious. Was? Ja, das weiß ich, aber es geht dich nichts an. Nichts für dich hier, mein Freund. Was? Ach Mann. Guck mal, er hilft dir. Ist doch schön. Sehr schön, vielen Dank. Unheimlicher Mannequin-Mann. Ja, hinter mir. Oh, der Schwein. Hey.
Ah! Mach an, mach aus die Scheiße! Ich geh durch. Geht nicht. Nee, kannst du nicht. Ach, er ist es. Na, ist ja toll. Das, du bist gleich. Ja, ich bin tot, ich weiß. Das Hauptspiel kommt hin. Verschwinde! Ja, schade. Der Feige stirbt schon viele Mal, ehe er stirbt. Ah, bitte ein cooler Checkpoint. Okay, warte mal. Wo ist er, wo ist er? Achso, ja, der Erste. Noch, ist er noch der Erste? Genau, noch nirgends. So, danke. Sehr liebenswürdig von dir. Hohes Pompte Jam. Danke. Dankeschön. Oh, bitte komm nicht in die. Na, 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 na. Guck mal, ist doch ganz entspannt, ist doch. Ja, aber auch nur, weil ich kurz in einen Lüftungsschacht gekrochen bin. Und kurz zu Solid Snake wurde. Was ist denn das für ein Scheiß? Voll der Umweg. Ja, du hast halt, ne? Bist einmal im Kreis gelaufen. Was macht er jetzt? So. Okay. Aber wahrscheinlich hat sich dadurch die Tür geöffnet. Aber ich bin zu dick, ich komm nicht durch! Ja! Danke. Warum drückst du einfach so einen Schalter? Ja, war ein Schalter und der hat rot geleuchtet. Mehr brauche ich nicht, um den Schalter zu drücken. Siehst du, und sowas passiert dann, verstehst du? Das ist dann immer, wenn man wahllos irgendwelche Schalter drückt. Vielleicht musst du den sogar drücken. Na, wir müssen ihn jetzt bestimmt drücken. Ja, ja, jetzt musst du aber schnell sein. Be quick or be dead. 5, 4, 3, 2, 1. Hat er! Oh, knappe Sache. Ja, man muss doch mal abliefern können. So, nicht. Danke. Danke für nichts. So, gucken wir erstmal hier. Was haben wir da? Ventilator anschalten, das ist wichtig. Und wir haben. Was ist das für eine Box? Ich weiß nicht, was das ist. Bin ich was? Ich weiß es nicht. Müssen wir sie öffnen? Wir haben sie so eingesteckt. Ach so, okay. Ja, ist ja schön. So, die Frage, wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Tja. Warum, vor allem, warum konnte man jetzt den Ventilator anmachen? So schöne Akte X-Musik hier. Und geht mal hier, richtig nochmal Mikros hier. Ja. Braucht man auch im Maschinenraum mit Mikros. Ja, hier ist ja quasi, ja, ist jetzt, ja, Maschinist Hansen hat ja seinen Podcast gemacht in der Ecke. Ah. So, wo müssen wir jetzt hin? So, das bringt mir jetzt erstmal alles nichts. Wir hatten vorhin noch, wo du hier rechts lang bist, da gibt's links, durch das Gitter gab's auch nochmal irgendwie eine Tür, wie wir da reinkommen. Aber ich weiß nicht, ob wir da weiterkommen. Aber kann man nicht ran, da kann man nicht ran, Binni. Da das kann man nicht richtig ran. Heißt also. Ja, vielleicht müssen wir hier nochmal hin. Irgendwie. Ist hier noch irgendwas? Ist da hinten noch irgendwas? Kannst du den Knopf da nochmal drücken? Nee, okay. Also wir haben ihn jetzt anscheinend mit dem. Fünfmal aufdrücken. Mit der Kiste haben wir anscheinend irgendwas deaktiviert. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt mit der Kiste? Na, wir werden sie wahrscheinlich irgendwo rauflegen müssen. Die Frage ist, wo? Achso. Hier. Vielleicht hier? Ah, lass mich raten, wir müssen bei den Schlüsseldingern müssen. Da ist eine Tür. Können wir durch die Tür gehen? Yay. Nee, können wir nicht. Ja, warum können wir das noch nicht? Na, wenn nicht, gehen wir nochmal zu den Dias mit den Schlüsseln. Vielleicht müssen wir erstmal noch einen Schlüssel rausholen. Der macht ja auch keinen Sinn, oder? Weiter. Ach, guck mal, jetzt haben wir aber den Rahmen zumindest schon mal drin. Ach, guck mal, da leuchtet was. Da ist der Schlüssel.
Ja, jetzt brauchen wir wahrscheinlich wieder die Tür. Sie ist doch da. Ja, aber nicht richtig. Ja, anscheinend aber auch nicht richtig. Wir haben kein Türblock, ne? Nee. Ah, ist aber auch knifflig. Das ist knifflig hier. Ja. Ah, hier ist er. There's the door. Ja, aber warte mal, da musst du nochmal zurück, weil du brauchst eine Klinke. Aber auch noch so ein Klinkending. Klinkending war auch noch? Ja, ja. Irgendwo war noch so ein Klinkenbild. Da. Du, ist jetzt gut hier. Also, du musst echt wirklich die Tür zusammensetzen. Ach Gott, so, ich geh mal lieber nochmal auf die Tür zurück, wer weiß. Nee. Kannst du, okay. Ich, das ist jetzt.